Damals, als Sie dieses Projekt Cradle to Cradle vorgestellt haben, waren noch viele weit weg von einer Kreislaufwirtschaft. Aber ist eigentlich der Weg, das stärker zu reglementieren, und Sie kennen die neuesten Vorschläge der Europäischen Kommission, mindestens 30% dazu zu tun, also Secondary Raw Material oder was auch immer, ist das der richtige Weg? Das Berichtswesen nimmt ja völlig Überhand und die Regulierung auch, weil die Regulierung bedeutet halt, dass man ja immer nur die Vergangenheit festlegen kann. Ich bin ja aber in der Zukunft interessiert. Die Leute bringen Schuhe auf den Markt und fragen nicht, was mit dem Abrieb passiert. Ist doch erstaunlich. Die ganze Taxonomie bedeutet, dass man immer noch mehr berichtet. Aber je mehr man berichtet, desto weniger tut man eigentlich.